Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Wir haben meine Videos täglich geschaut und alle verfolgt. Erstmal danke. Wer weiß, dass ich hier schon mal war. Ja, für so eine kleine Stelle zusätzlich. Weil viele fragen mich immer, was ich so beruflich mache und so. Lief ganz gut. Demnächst. Alter, ich bin heute wieder. Ich war schon lange nicht mehr so früh wach. Und direkt erstmal richtige Leiden wegen der U-Bahn. In der Früh-U-Bahn fahren ist immer so richtig leidend. Ja, auf jeden Fall demnächst wahrscheinlich öfters mal hier. Lief ganz gut, aber jetzt muss ich zu meinem X-Rate. 3 X-Rates am Start heute. Books of Stones an der Uni. Der erste Deoxys X-Rate jetzt mit den neuen WP. Mit den mehr KP, besser gesagt. WP sind ja gleich, aber mehr KP. Schwieriger, mal schauen. Also ich kann ihn nicht alleine versuchen, weil der Kleine ist mit dabei. Dementsprechend muss er mitmachen, sonst kriegt er keinen. Aber vielleicht danach irgendeinen, den ich alleine versuchen kann. So. Ich bin drin, 26 Minuten zu spät, was an sich kein Problem ist. Der läuft ja 45 Minuten. Ist gut, dass man Deoxys leicht alleine machen kann, weil sonst hätte ich irgendjemanden suchen müssen, der auf mich wartet und sowas. Aber so haben wir die Freiheit, konnten den Termin davor wahrnehmen und ja, so schaffe ich es eigentlich auch mehrere am Tag zu machen, ohne mich da jetzt mit irgendjemandem zu koordinieren. Ich hätte an sich noch hier jetzt danach noch einen da reinquetschen können. Ich habe um 12.30 Uhr nochmal einen. Ich hätte aber noch einen reinquetschen können. Dann wären es wieder 4 gewesen, aber ja, den Stress muss ich mir jetzt doch nicht geben. Erstmal, ja, schauen wir mal. Ich habe natürlich immer noch keinen guten Angusform. Normalform 93, den habe ich gemaxt. Angusform, schauen wir mal. Also ich habe schon einen guten. Problem ist, der hat Angriff 12. 12, 15, 15. Was ihn dann halt nicht gut macht. Aber bin gespannt, wie schwer der jetzt ist. Ready, go! Jetzt ist er schon K.O. So, 180 Sekunden Restzeit mit zwei Leuten, mit dem Kleinen. Also an sich hat sich nicht viel geändert. 13,72 ist unglaublich schlecht. Wow. Eieieiei. Nur great. Ja. Aber es reicht. Erster fertig. Den zweiten, den versuchen wir solo. Da hat der Kleine keine Einladung. Okay, auf dem Weg zum zweiten X-Rate. Der ist nur noch 12 Minuten da. Hab mich ein bisschen in der Zeit verschätzt. Aber den versuchen wir jetzt solo. Es ist eh keiner mehr da, also den müssen wir solo schaffen. Weil sonst, ja, sonst ist vorbei. Alter, so heftig, alles weiß. Ich sehe kaum, was meine Augen flimmern. Alter, ich sehe nur Punkte. Das ist echt heftig. Ah, okay, wir sind doch nicht die Letzten, aber ich versuche den trotzdem alleine. So. Wisst ihr, was ich richtig eklig finde an Schnee? Also Schnee an sich ist cool, aber du siehst ja direkt, wo die Hunde hingepisst haben. Das Krasse ist, die pissen einfach direkt am Weg, auf dem Weg. Nicht, dass die irgendwie zur Seite gehen, also dass die... Also die Hunde können ja nichts dafür, aber die Besitzer dafür sorgen, dass sie halt nicht direkt auf den Weg hinmachen. Juckt die Besitzer so gar nicht. Ein absolutes No-Go. Das hier meine ich. Aber naja.
Das ist ein Thema für einen anderen Channel. Hier geht's um Pokémon Go. Deoxys. Attack vom Solo Raid. Ich geh direkt mal rein. So. So, ich blende euch hier nebenbei den dritten und letzten Deoxys Raid ein. Nichts Besonderes. Ausbeute wie immer schlecht. Sogar der schlechteste gestern mit dabei gewesen. Grüße gehen raus an André, aka Tufkas. Ich habe gehört, er hat sich einen 100er gegönnt. Nicht schlecht, Glückwunsch. Ansonsten, was danach passiert ist, ist sehr interessant. Ich habe ein bisschen getauscht mit Oksana, meiner besten Freundin, die am Start war. Und endlich ein Lucky Glodon bekommen. Ein legendäres endlich abgehakt. Die sind so leidend. Und Absolut Lucky habe ich auch bekommen. Noch ein weiterer abgehakt. Mittag fehlt immer noch. Aber mal schauen, was sich in diesem Event noch machen lässt. Ja, und Niantic hat noch ein Event angekündigt. Für dieses Wochenende ein kleines Freundschaftsevent. Man kann das Freundschaftslevel in dieser Zeit doppelt so schnell leveln. Also auf gut Deutsch gesagt, hast du für die nächsten 3 Tage einfach 6 Tage Freundschaftslevel erhöht. Doppelbonbon fürs Tauschen. Das heißt, man kann bis zu 6 Bonbons generieren. Auf Distanz. Das ist schon ziemlich krass. Ich muss mal schauen, ob ich das irgendwie nutzen kann. Und reduzierte Kosten. Es kostet nur halb so viel Staub. Ich habe hier wahrscheinlich schon was eingeblendet. Wir können es mal kurz durchgehen. Wenn man, also hier ist nochmal die ganze Liste. Und das sind schon mal die reduzierten. Halber Preis ist das nur. Zum Beispiel ist es jetzt eine gute Zeit, neue Shinies zu tauschen mit seinen besten Freunden. Normal kostet das 40.000. Jetzt während des Events 20.000. Oder Ultra-Freunde wären es normal 80.000. Jetzt nur noch 40.000. Ist okay. Mit Fremden, erste Stufe, wäre es normalerweise 1 Million. Jetzt nur 500.000. Also man spart sich 500.000, aber kostet halt immer noch 500.000. Was aber auch interessant ist, wo ich sage, ja okay, das geht noch, ist, wenn man jetzt mit Fremden ein legendäres oder Shiny tauscht, das man schon hat. Normal kostet das 20.000 und jetzt kostet es halt nur 10.000. Das ist an sich eigentlich auch interessant, weil zum Beispiel jetzt später treffe ich mich mit einem Zuschauer, der hat sich gemeldet wegen Lucky Clipbook. Grüße gehen raus, aber mehr seht ihr dann im nächsten Video. Normal würde es 20.000 kosten, wir sparen uns einfach 10.000, kostet nur noch 10.000. Ja, ist nicht schlecht, weil er will was haben, was er noch nicht hat, und zwar ein Inkognito. Deswegen würde es nur mal 20.000 kosten. Normalerweise Clipbook gegen Clipbook wäre eigentlich nur 100 Staub. Ja, netter kleiner Bonus. Vor allem jetzt mit dem ganzen Lucky-Wahn, wo so viele Leute tauschen wollen. Nutzt es aus,
tauscht ein paar Shinies, wenn ihr wollt. Aber das war's erstmal wieder von mir. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so mit den Deoxys X-Rays lief. Habt ihr was Gutes geschnappt? Oder was Schlechtes, so wie ich. Aber ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.